schwarz-rot-goldene Kriegsbemalung soll den Bann brechen. Diese Sportlehrer auf olympischer Studienreise in London. Sie hoffen, dass die Flaute beim Medaillensammeln des deutschen Teams jetzt endlich zu Ende geht. Ja, Podeno könnten wir vielleicht hier im Triathlon, deswegen wollen wir anfeuern. Es ist klar und vielleicht haben wir ja auch noch Glück, dass wir vielleicht woanders im Ton oder vielleicht auch bei unseren Springreitern, wo einige sind, noch vielleicht eine Medaille holen. Müssen wir sehen. Aber heute Abend natürlich Robert Harting im Diskuswurf. Da hoffen wir auf Gold für Deutschland. Auf geht's Richtung Hyde Park. Und wie der Triathlon-Wettkampf ist auch die Anreise zur Wettkampfstätte ein anstrengender Dreikampf. Schlange stehen in den Tunneln der Tube, dann durch den Park hetzen auf der Suche nach dem richtigen Eingang für Ticketinhaber und zwischendurch immer wieder Kostproben der guten Stimmung abgeben. Als die Gruppe endlich am Ziel ist, steht der Start auch schon kurz bevor. Geschätzte 200.000 Zuschauer sind in den Hyde Park gekommen. Die wenigsten haben Tickets, aber auch die sind heiß darauf, zumindest einen kurzen Blick auf die Athleten zu erhaschen. Dass die wenig später im Serpentine Lake des Parks vorbeikraulen, ja, das lässt sich erkennen von den kostenlosen, aber auch schlechteren Plätzen. Viel mehr, aber auch nicht. Die Triathleten wechseln aufs Rad und die Zuschauer ihren Standort. Und ja wirklich, da huschte Jan Frodeno vorbei in der Spitzengruppe. Am besten aber man hat einen starken Freund und dank ihm so einen Luxusplatz hoch oben. Dann kann man sogar die Triathleten auf der Laufstrecke verfolgen. Also auf Platz 5 ist ein Deutscher, den Namen habe ich leider nicht gesehen. Und der Petzold liegt so circa Platz 15, habe ich ihn gerade gesehen. Ja, und ich glaube, da kommt schon wieder einer. Justus oder sowas? Peking-Olympiasieger Jan Frodeno wurde als bester Deutscher am Ende Sechster. Die Brownlee-Brüder holten Gold und Bronze für Great Britain. Die Sportlehrer der Deutschen Olympischen Akademie erholten sich später im Deutschen Haus von der ganzen Anstrengung. Und sie freuten sich riesig, dass es wieder Medaillen gab. Und zwar eine ganze Menge. Silber für Fabian Hambüchen am Reck, für Marcel Nguyen am Barren und für die deutsche Dressur-Equipe. Dass Robert Harting dann noch mit dem Diskus den größten Wurf landete und Gold gewann, machte den erfolgreichen Tag komplett. So könnte es ruhig weitergehen. Vielleicht springen ja zum Beispiel im Zehnkampf oder beim Kanu noch weitere Medaillen für Deutschland heraus.